Herzlich willkommen zum Welt-TV Politikergrill. Unser heutiger Gast ist ein Exot. Er ist ein evangelischer Bayer, der kaum Bier trinkt. Er ist ein fast Kanzlerkandidat und er ist ein Meister der Verwandlung. Und das gilt nicht nur für die Faschingszeit. Und deswegen sind wir gespannt, welche Rolle er als nächstes anstrebt. Die Rede ist vom bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Servus. Heute zusammen grillen. Freut mich. Herr Söder. Grillen Sie, Sie sind ein Ganzjahresgriller, habe ich mir sagen lassen, ja. Sogar Silvester, stimmt das? Ich koche generell schlecht, ich esse gern und viel, aber grillen kann ich eigentlich ganz okay. Und an Silvester, das ist eine Tradition, liebe ich es zu grillen. Hat den großen Vorteil, man muss nicht stundenlang Fondue essen, also meistens ist es ja Fondue oder Raclette oder so Zeug. Es ist endlos rumgestopselt, immer in demselben Topf. Das schmeckt besser, da kann man auch dazu was trinken, ein Bier oder sowas. Ich trinke wirklich nicht viel, aber da trinke ich mal ein Bier. Und es teilt sich dann immer so, dann gehen die Männer zum Grillen. Die Frauen machen dann Salate und... In Bayern gibt es noch traditionelles Rollenverständnis. Ja, eigentlich zum Teil jedenfalls. Und dann grill ich ganz gern. Und ich grill halt immer, da gibt es immer Steaks. Aber ich grill auch ganz gern Bratwürste, weil die Bratwürste, die esse ich dann eigentlich schon so währenddessen. Also ich schnabuliere dann immer so ein bisschen rum und schaue, wie die schmecken. Vor allem diese hervorragenden, man sieht hier in Nürnberger. Aus doch, Ihrer Heimat, extra für Sie besorgt, ja, natürlich. Hoffe ich, Sie stimmen auch, ja. Und dann gibt es aber so fränkische Bratwürste, das da mehr für den ganz Großen. Okay. Sie haben eben Getränke angesprochen, was darf ich Ihnen denn anbieten? Wir haben natürlich diverse bayerische Biere für Sie besorgt. Damit wir nicht unter Schleichwerbungsverdacht geraten, kann ich Ihnen die nur so zeigen. Ja, geben Sie mal Cola Light. Cola Light, okay. Mal Cola Light, ein echt fränkisches Getränk. Aus der Flasche oder im Glas? Wahrscheinlich mit Glas, oder? Wie sich das? Wir können aus der Flasche. Ja, na gut, dann machen wir. Kein Stress. So. Ist ja nicht so hygienisch. Was ist nicht hygienisch? Naja, wir müssten normalerweise hier, wenn wir das haben mit irgendwelchen, also wenn es nach den Grünen ginge, dürfte man das sowieso nicht essen. Wenn es nach den Grünen ginge, dann müssten wir nur das hier grillen. Das sieht auch sehr schön aus. Das ist nur Deko. Ja. Aber Sie werden lachen, weil Sie die Grünen ansprechen. Da müssen Sie jetzt ganz stark sein. Gestern war Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hier an diesem Grill. Ja. Und er hat gesagt, die Wurst wird teurer. Er will die Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte von 7% auf 9% oder 10% erhöhen. Was sagen Sie dazu? Ich glaube nicht, dass er so lange Landwirtschaftsminister ist, um das umzusetzen. Ich finde es erstens arrogant, weil das ist so eine Vorgabe, wie man sich ernähren soll. Ich finde, die Menschen sollen das selber entscheiden können. Ja, ich bin 57 Jahre alt, Sie haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir können schon selber entscheiden, was uns schmeckt. Alles in Maßen. Aber wenn jemand lieber gern Fleisch isst, dann Fleisch. Bei einem Autokonzern haben sie doch mal die Currywurst abgeschafft in der Kantine. Da müssen wir es anders machen, vegan. Jetzt haben sie es wieder eingeführt, weil die Leute es einfach gern essen. Das ist typische grüne Bevormundung und geht wie immer gegen die Landwirtschaft, weil das Ziel ist von Herrn Özdemir, Tierhaltung letztlich aus Deutschland zu vertreiben. Was zu was führt? Dass die Leute trotzdem Fleisch essen, aber das kommt dann aus Polen, Ungarn und anderswo und geht gegen unsere Bauern. Hm. Aber so ist es, Herr Özdemir, so sind die Grünen. Sie haben eben gesagt, dass Sie gerne essen. Interessant ist, dass Ihnen tausende Menschen auch gerne beim Essen zugucken, denn Sie posten regelmäßig unter dem Hashtag Söder isst Fotos, wie Sie sich eine Leberkässemmel reinziehen, einen McRib oder auch mal einen Döner. Und das ist ja deshalb erstaunlich, weil die meisten Politiker ungern beim Essen gefilmt oder fotografiert werden. Warum machen Sie den Hashtag Söder isst? Wie sind Sie drauf gekommen? Also ich habe auch schon was anderes gepostet, auch Salat oder sowas, aber das hat immer ganz schlechte Klickzahlen, das muss ich ehrlicherweise sagen. Also Salat, das führt immer zum Absturz der Klickzahlen. Ich esse aber auch gern Salat, ich esse ja nicht nur Fleisch. Aber es hat sich irgendwann mal so ergeben, dass die Leute es interessiert hat, was ich so esse und so. Ich esse auch gern Döner zum Beispiel, ja, sehr gern. Und dann habe ich das halt mal begonnen zu posten und die Leute interessiert es ja. Ja, die Leute interessiert es offensichtlich. Sie haben jetzt die magische Marke von 500.000 Instagram-Followern geknackt. Ihre Tochter Gloria Sophie, die hat in Anführungszeichen nur 279.000, was auch schon eine ganze Menge ist. Sehr viel. Was kann die Tochter von ihrem Influencer-Papa lernen? Ach, da kann ich im Zweifelsfall noch viel mehr davon lernen. Tauschen man lernt da immer von, nein, man lernt aber immer von seinen Kindern. Also meine andere Tochter hat auch sehr schöne Posts, ist ja Reiterin. Man kann von seinen Kindern immer viel lernen. Ja. Was lernen Sie denn noch von Ihrer Tochter? Ja, die sagt, ich soll nicht zu so komischen Grillkochshows gehen. Die sagt, das ist schlecht. Ja, also, das ist ziemlich schlecht. Lieber in die Kneipe zum Singen. Ja, wenn man das dann kann. Aber damit so komischen Journalisten, die dann es vorgeben zu grillen, das soll man nicht machen. Aber ich habe gesagt, heute lasse ich mal alle Ratschläge sausen. Und wenn ich schon in Berlin mal was Gescheites zu essen kriege, dann nehme ich genau das auch. So. Sie haben es gesagt, dann geben wir jetzt mal vor zu grillen. Sie dürfen zeigen, was Sie können. Ganz so warm ist der Grill noch nicht. Sie haben ein bisschen schlecht vorgeheizt. Ja. Bisschen zwei Minuten bräuchten wir. Wir haben ja Zeit, wunderbar. Dann reden wir erstmal ein bisschen über Politik, wenn Sie mögen. Ja, gerne. Wie sicher sind Sie denn, dass der nächste Kanzler von der Union kommt? 100%, 80%?
60%. Ja, es geht nicht um die Sicherheit, es geht nur um die Notwendigkeit. Ich meine, man sieht ja, die Ampel ist wirklich am Ende. Ne? Und wenn man ansieht, wie Deutschland in Europa dasteht, ohne Hoffnung, ohne Anspruch, ohne Führung, dann glaube ich, ist es zwingend notwendig, eine Veränderung zu machen. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis, nahezu alle drei Ampelparteien mehr oder minder buhlen geradezu darum, durch Einzelkontakte sagen, ja, wir könnten am besten mit der Union. Und deswegen glaube ich, es wird fürs Land notwendig sein. Aber es ist noch eine lange Wer Zeit dahin. Wer hat das bei Ihnen schon angebiedert? Ja. Erzählen Sie mal. Ja, habe ich es vergessen. Von Abendessen mit Frau Baerbock? Nein. Aber es wird ja auch bei der CDU viel gemacht und so. Wir als CSU haben ja das klaren Kurs. Wir sind klar gegen Schwarz-Grün. Habe jetzt, muss sagen, da auch eine klare Meinung, weil die Ampel wird ja inhaltlich dominiert von den Grünen, wenn wir ehrlich sind. Die FDP versucht das Schlimmste zu verhindern. Die SPD freut sich, dass sie den Kanzler stellt. Das war's. Die inhaltliche Führung der Ampel sind praktisch nur die Grünen. Alles, was wesentlich ist in diesen drei, vier Jahren, waren die Grünen. Und ich finde, die Grünen haben gezeigt, dass sie eigentlich nicht regierungsfähig sind. Und deswegen ist für mich ganz klar, die Grünen sind tolle Politiker, aber in der Opposition und nicht mehr in der Regierung. Sie haben eben gesagt, die Ampel ist am Ende. Warum steht die Union dann in der Sonntagsfrage trotzdem nur bei ungefähr 30%? Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass im Moment die Ohnmacht größer ist und die Wut größer ist auf die Ampel, weil die Leute sehen natürlich, dass im Moment keine Veränderung da stattfindet. Wenn eine Veränderung ansteht bei einer Wahl, glaube ich, wird es am Ende anders werden. Da geht es stärker hoch, weil im Moment ist ja die einzige echte Reaktion der Leute, auch bei verschiedenen Wahlen, zu sagen, ich will nicht mehr oder ich bin dagegen. Nehmen wir das Beispiel Migration. Erkennbarerweise verweigert sich die Ampel einem ganz großen Wunsch der deutschen Bevölkerung, eine kontrollierte, eine bessere Begrenzung der Zuwanderung zu machen als bislang. Es ist in der Tat so, wenn Sie sich's anschauen, bei den MPKs, also diesen Ministerinnenkonferenzen, da wird immer so wachsweich Beschlüsse gemacht. Also so wie die Würste in dem Zustand rumliegen, so sind die Beschlüsse ohne richtige Konsequenz. Reaktion auf Taten wie in Mannheim und anderswo ist eher Betroffenheit. Aber es gibt weder einen entscheidenden Sofortarrest, es gibt weder klare Verhandlungen mit Afghanistan und Syrien über die Rückführung. Die Bezahlkarte ist außer in Bayern praktisch nirgendwo komplett und zwar auch richtig umgesetzt worden, mit einer ganz Begrenzung auch der Geldmittel. Nichts passiert. Und aber warum profitiert dann die Union nicht stärker? Kann das damit zusammenhängen, dass die Wähler der Union jetzt auch nicht mehr zutrauen, illegale Migration zu lösen? Nein, aber ich glaube einfach, dass im Moment so das Gefühl ist, ich drücke jetzt meine Stimmung aus, ja? In der Frage. Dann sagen Sie mir doch mal als ganz Bürger, was würden Sie denn in der Regierung ganz konkret tun, um illegale Migration zu begrenzen? Ein Satz noch, wenn die Wähler einen Eindruck hätten, Schwarz-Grün kommt, dann wird die Union deutlich unter 30 bleiben. Meine klare Prognose, wer auf Schwarz-Grün setzt, reduziert die Union deutlich unter 30%, weil die Grünen haben ja Stammwählerpotenzial, so von 13-14%. Deswegen sind sie auch die am wenigsten Belasteten in der Ampel. Die machen halt ihren grünen Stiefel so weiter, ja. In ihren Jute-Taschen und so. Aber die werden am Ende dazu führen, dass die Union verliert. Und das, was man in Frankreich sieht, was man in Italien sieht, muss man sehr aufpassen, dass das bei uns nicht passiert. Mhm. Was wir tun würden, erstens einmal den sogenannten subsidiären Schutz sofort aufheben. Das heißt, bei uns ist es so, jemand, der aus Afghanistan, Syrien kommt, ist quasi per se gesetzt, darf da bleiben. Es muss wieder ein normales Asylverfahren sein mit der Möglichkeit Rückführung. Zweitens, Sofortarrest und auch Rückführung bei schweren Straftaten. Und auch bei Gefährdern, Also nicht darauf warten, dass eine Straftat passiert. Die Bezahlkarte hätten wir als erstes sofort eingeführt. Es braucht aber auch mehr. Beim Bürgergeld beispielsweise komplette Änderung. Das Bürgergeld ist das teuerste und falscheste Signal. Unter anderem auch Bürgergeld bei der Ukraine wieder zurücksetzen, wie es vorher war. Und da gibt es noch 10 Maßnahmen der gleichen Form. Das wären Sofortmaßnahmen, die würden sofort wirken. Eine Maßnahme, die Ihr Ministerpräsidentenkollege Michael Kretschmer aus Sachsen hier an diesem Grill gefordert hat, ist das Grundgesetz zu ändern, das Grundrecht auf Asyl in Frage zu stellen. Würden Sie da mitgehen? Ja, man muss es verändern. Wobei, ich sag mal so, dadurch, dass die Mehrzahl mittlerweile, ich glaube nur noch 1%, muss man wissen, wird über das Asylrecht, ein Bleiberecht in Deutschland diskutiert. Der überwiegende Teil ist dieser sogenannte subsidiäre Schutz. Und das ist auch völlig das Absurde. Es ging aber noch was anderes, was ganz leicht wäre. Brauchen gar nichts ändern. Einfach an der Grenze zurückweisen. Also wir in Bayern haben als einziges eine Grenzpolizei. Deswegen haben wir eine höhere ein Auffinden von Schleusern und von Schleppern. Man muss aber auch eine Zurückweisung an der Grenze einfach machen. Wenn Deutschland sich entscheidet, zu sagen, das kann es rechtlich, wir weisen jeden zurück, der nicht im normalen EU-Dublin-Verfahren zu uns kommt, wird es in ganz Europa eine Wirkung haben. Die europäischen Beschlüsse jetzt werden 3-4 Jahre dauern, bis sie umgesetzt werden. Und was weiß ich, was die Grünen noch einfällt, ist zu verschleppen. Und deswegen zurückweisen an der Grenze,
wäre das Beste, dann entstehen gar keine Probleme. Glauben Sie denn, dass Sie sowas mit einem Koalitionspartner wie der SPD machen könnten? Also wenn Sie die SPD-Innenminister anschauen, die gibt's ja. Und die sind auf der Linie der Union, die meisten jedenfalls. Nur im Bund nicht. Naja, da ist die SPD halt auch gefangen. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ist ja das Grundproblem bei Olaf Scholz. Man weiß ja gar nicht, was er denkt. Also in so einer Krisensituation wäre es schön zu wissen, einen Kanzler zu haben, der wegen mir auch eine Abwägung erklärt. Also der sagt, okay, wie ist das? Ich habe so das Gefühl, die Ampel ist so eine große Truman-Show. Sie kennen den Film Truman-Show? Ja. Die leben so in ihrer eigenen Welt. Und da kommt gar nicht mehr heran, was draußen in der Bevölkerung gedacht wird. Und wer nach dieser Europawahl, wo die AfD auf Platz 2 in Deutschland, auf Platz 1 in den neuen Ländern ist, wer das sieht, was in Frankreich gerade stattfindet oder in Italien, wo ja auch die bürgerlichen Parteien eher so die Helferchen werden von den Rechten, wer da nicht erkennt, dass wir was ändern müssen und sich mehr zu orientieren, was die Bevölkerung von uns auch einfach erwartet an Vernunft, bis hin zu der Tatsache, wenn ich das noch sagen darf, es ist doch nicht so schwer, die doppelte Staatsbürgerschaft jemand zu entziehen, der ein Kalifat fordert zum Beispiel. Ja. Auch da sind die Mehrzahl der Innenminister dafür. Oder jemand, der eine schwere Straftat begeht, einen Mord begeht. Warum soll der eine doppelte Staatsbürgerschaft behalten? Stattdessen wird die Staatsbürgerschaft massiv erleichtert, sodass wir mehr solcher Fälle bekommen könnten. Hitzige Debatte. Jetzt grillen wir mal. Was sagt der? So. Ja, müsste schon gehen. Muss gehen. Wo habt ihr die Nürnberger herbesorgt? Da muss ich den Kollegen aus dem Supermarkt, ganz ja, vom Feinsten. Aber die Bratwurst ist, glaube ich, richtig vom Edelmetzger. Stefan Marquardt. Preisgekrönter Metzger. Sagt man Metzger oder Fleischer eigentlich in Bayern? Ja, Metzger. Metzger. Fleischer. In Westfalen auch. Ja. Da hatte jemand bei der Handwerkskammer, war ich mit Herrn Habeck. Und dann hat er sich fürs Handwerk ausgesprochen und hat natürlich nur Klimatechniker gelobt. Weil ich gesagt, Herr Habeck, Sie müssen auch für die Metzger da sein. Oh, da hat er geschaut. Ja. Da war er echt unlocker, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Aber so sind sie halt. Aber ich habe jetzt wirklich nichts gegen die Grünen, das ist mir das falsche Stück. Überhaupt nicht, nein. Nein, nein. Was mich halt, wissen Sie, was es Ihnen geht? Was mich so ein bisschen stört, ist, wenn man diese enorme Moral vor sich herträgt, ja? Dass sie denkt, Mensch, das beste NGO. Dann finde ich, die Grünen kämpfen gegen das Fliegen, oder? Ja. Die Grünen sind für Nachtflugverbote. Ist es dann irgendwie verständlich, dass die Außenministerin wegen, ich glaube, 184 Kilometer das dann aushebelt? Ich weiß nicht. Also das ist so, das passt nicht. Und deswegen, weil die Leute spüren, sind sie skeptisch. Skeptisch sind viele Leute, aber auch trotzdem nach wie vor gegenüber der Union. Erstaunlicherweise kann das auch damit zusammenhängen, dass unter der Merkel-CDU da ein unglaubliches Vakuum entstanden ist, das die AfD gefüllt hat. Und wie würden Sie die Union wieder sozusagen rechts der Mitte positionieren? Naja, zunächst mal ist das alles Mitte. Ich glaube, dass eine vernünftige Migrationspolitik ist einfach Mitte. Das geht mit der FDP genauso. Als wir letztens in der MPK waren, habe ich mal sehr deutlich gesagt, wo ich mir Sorgen mache. Ja? Der Christian Lindner hat immer genickt. Die ganze Zeit nur genickt. Aber er traut sich natürlich nicht, weil er gefangen ist in der Ampel. Und so, das ist der eine. Man muss ja ehrlicherweise sagen, die AfD hat zwei Geburtsstunden. Die eine war damals bei der Frage Griechenland-Euro so ein bisschen. Das war so der wirtschaftsliberale Teil. Aber die eigentliche Geburtsstunde war dann in den Folgejahren 2015 fortfolgende. Übrigens nicht so sehr, dass wir Menschen Schutz gegeben haben, sondern quasi den Verlust der Grenzkontrollen und Ähnliches mehr. Und deswegen, glaube ich, ist, wenn die Union an der Stelle klare Linie hat, und das tut die CDU übrigens auch, da bin ich Friedrich Merz extrem dankbar. Wir hatten ja jahrelang praktisch keine Möglichkeit, mit der CDU einheitliche Beschlüsse zu treffen. Es war ja regelmäßig so, wenn Horst Seehofer von Angela Merkel aufgetreten sind, nach Pressekonferenzen, dann wirkte das eher wie so Ehen vor Gericht. Ja. Und das ist heute natürlich anders. Heute Friedrich Merz und wir haben eine wirklich sehr gute Übereinstimmung bei diesen Themen. Da bin ich ihm persönlich sehr dankbar. Sie haben eben gesagt, man braucht eine klare Linie. Sie selbst haben ja nicht immer eine klare Linie gehabt, wenn ich das so sagen darf. Wenn wir jetzt mal Corona nehmen, da waren Sie Team Vorsicht, dann Team Freiheit. Bei der Kernkraft waren Sie mal Befürworter, dann Gegner, jetzt wieder Befürworter. Ist das nicht, haben Sie nicht die Sorge, dass die Wähler Sie irgendwann auch als wankelmütig empfinden? Nee, ich tue das, was notwendig ist. Schauen Sie jetzt, nehmen wir mal die Würste hier. Ich grill sie. Aber ich werde sie auch wieder runternehmen, wenn sie durch sind. Was soll ich damit sagen? Ändert sich die Situation, muss ich auch ändern. Wir haben bei Corona, als es ernst und gefährlich war, alles getan, um die Menschen zu schützen. Als klar war, das war bei Omikron, dass Omikron, also wir erinnern uns vielleicht noch, wie das war, weniger auf die Lunge, mehr auf den Hals-Nasen-Bereich geht, also die Lebensgefährlichkeit
sich möglicherweise anders darstellt, dann waren mehr Möglichkeiten, auch wieder Freiheit zu machen. Das ist ja kein Selbstzweck gewesen. Aber im Nachhinein gab es Gerichtsurteile sogar, die sozusagen ihr Handeln da nicht nur in Frage gestellt, sondern regelrecht verurteilt haben. 98%. 98% der Gerichtsverfahren, die waren, haben Bayern recht gegeben. Bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Es ist ein oder zwei Sachen. Aber haben Sie auch Fehler gemacht? Ja, jeder macht ja Fehler am Anfang. Welcher war der größte? Na, ich glaube, den Fehler, so kann man das sehen. Ich finde erstmal, dass ich mir mal erwarten würde, dass man auch mal die Leistungen sieht. Ein Land zu beschützen, Tausende von Leben zu retten, ist zunächst mal die höchste Leistung, die da gewesen ist. Dazu stehe ich auch. Man hat am Anfang vielleicht so, was weiß ich, da gab es mal eine Debatte, es ist 3 Tage von der Polizei überinterpretiert worden, dass man nicht auf einer Parkbank sitzen darf. Das war vielleicht schwierig. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das insgesamt sehr okay. Wo wir gerade beim Wechseln von Positionen sind, wo steht denn die CDU gerade beim Thema Schuldenbremse? Die CDU oder die CSU? Beide. Ah. Wo die CDU steht, wofür ich Merz, den weiß ich. Naja, war Versprecher, deswegen wird das jetzt hier wieder zur Strategie erklärt. Also wir sagen ganz klar, auch in der Situation, wo die Ampel derzeit jetzt gerade sich so bewegt, sie könnte ihre Finanzprobleme lösen, indem sie das Bürgergeld verändert, das Heizgesetz streicht, diese Kindergrundsicherung und schon wäre genügend Geld da. Vergessen Sie mal bitte nicht, die jetzige Schuldenbremse sieht wohl vor, dass bis zu 40 Milliarden Schulden gemacht werden können. Das ist doch gar keine Schuldenbremse, wenn man ehrlich ist, ja? Das ist so eine, ja, nicht super Schuldenentwicklung. Und ich bin da sehr zurückhaltend, wenn Sie sehen, wie Frankreich verschuldet ist. Deswegen sage ich ganz klar, wir sind für die Schuldenbremse. Und ich sage meinen Länderkollegen, die sagen, also mein Freund Daniel Günther, der sagt, oh, Schuldenbremse, der hat es schon Notfall erklärt. Hat einen Notfall erklärt in Schleswig-Holstein. Das heißt, Schleswig-Holstein ist im Moment in Not. Mehr als alle anderen. Und ständig sagen sie, wir brauchen eine Schuldenbremse. Ich sage erst den Länderfinanzausgleich ändern. Weil da zahlen wir in Bayern allein 10 Milliarden und schaffen trotzdem eine Investitionsquote von 15% im Haushalt, das kein anderes Land hat. Sie haben Friedrich Merz angesprochen. Der hat laut eines Berichts unserer Kollegen von The Pioneer sich mit CDU-Ministerpräsidenten getroffen in den vergangenen Wochen, mehrmals, um über dieses Thema Schuldenbremse zu beraten. Und Sie sollen nicht eingeladen gewesen sein. Stimmt das? Wenn er mit den CDU-Kollegen redet, muss er mit der CDU reden, weil mit uns muss er nicht reden, denn wir haben ja eine klare Position. Weil es gab ja aus dem Reich der CDU-Ministerpräsidenten oder Bürgermeister, also Berlin, Freund Wegner hat ja sich sehr offen geäußert, Daniel Günther ist dafür, andere auch. Da gab es anscheinend Abstimmungsbedarf in der CDU. Mit der CSU gab es da keinen Abstimmungsbedarf. Ein Thema, wo es noch Abstimmungsbedarf gibt, ist bei der Ukraine-Hilfe. Erst war Friedrich Merz großer Befürworter von Taurus-Lieferungen für die Ukraine. Davon will er jetzt nicht mehr ganz so viel wissen. Wo stehen Sie derzeit? Lass uns einfach nochmal überlegen, wie soll das ausgehen und was ist unsere Überlegung? Was mir im Moment fehlt, ist auch eine ganz große strategische Frage des Westens, wo soll es hingehen? Weil wir natürlich alle auf die USA schauen, davon wird auch alles abhängen von den USA. Und deswegen würde ich sagen, vom Ende her gedacht, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann wird die Bedrohungslage und die Freiheit Europas massiv herausgefordert. Und sollten die Amerikaner ihr Engagement reduzieren, wenn Trump gewählt wird, was seit dem Fernsehduell meiner Meinung nach dramatisch erhöht ist, wäre auch ein Befürworter dazu, dass Joe Biden einen großen Dienst macht und sie vielleicht noch jemand anders findet. Wären Sie ein Befürworter davon? Ja, ich glaube schon. Hätte ich Sie noch gefragt, weil Sie haben ihn ja beim G7-Gipfel vor 2 Jahren. Ja, da war er gut drauf und alles. Aber in der Alterslebensspanne ist jedes Jahr keine Veränderung, sondern die Belastung ist enorm hoch. Ich würde es Ihnen raten, aber... Wen würden Sie sich wünschen als Kandidaten? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, Michelle Obama wäre sehr erfolgreich, aber das können wir ja von hier nicht entscheiden. Aber was ich finde, ist, dass wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und deswegen sollten wir die Zusagen, die wir machen, auch der Ukraine gegenüber einhalten. Weil das wäre das Allerschlimmste, wenn wir diese Zusagen nicht machen können. Sie haben ja vorhin ein Argument gebracht, dass in der Ukraine auch unsere Freiheit verteidigt wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Sera Bühler, die zieht das inzwischen in Zweifel. Ich zitiere sie mal wörtlich. Sie hat gesagt, dass die Ukrainer in diesem Angriffskrieg Russlands auch unsere Freiheit verteidigen, mobilisiert die Deutschen immer weniger. Das zieht nicht mehr. Können Sie das nachvollziehen? Haben Sie das Gefühl, das könnte ein Stimmenkiller werden, gerade im Osten? Ich glaube, in neuen Ländern ist es tatsächlich eine andere Auffassung. Aber das kann ja nicht unser Argument sein, was jetzt ein Stimmungskiller oder Stimmungsburner ist. Da geht es ja um viel Grundlegendes. Ja. Glauben Sie, dass die NATO-Nachrüstung erfolgreich gewesen wäre, wenn wir nach der Stimmung gegangen wären? Oder hätte das funktioniert, wenn wir, keine Ahnung, bei anderen solche Entscheidungen darüber nachgedacht haben? Ich glaube, dass wir
bei Zusagen, die der Westen gibt, die muss er einhalten. Also wenn der Westen seine Zusagen dann zurückzieht und nicht einhält, dann gibt es ein internationales Echo, dass man uns nicht mehr ernst nimmt. Also nochmal glasklar, Sie wären auch weiterhin für Taurus-Lieferungen für die Ukraine. Ob das jetzt der Taurus ist, das ist ja jetzt abgelehnt worden. Aber ich wäre jetzt schon mal froh, wenn das, was zugesagt ist, geliefert wird. Und ich wäre auch froh, wenn das, was geplant ist, auch für die Bundeswehr endlich klappt. So richtig, also ich habe immer so das Gefühl, wie bei der Wehrpflicht, es wird viel geredet und wenig gemacht. Wenn wir über die Umfrageschwäche der Union sprechen, weil ich glaube, wir sind uns einig, es müsste ja mehr drin sein als 30% angesichts der Performance der Ampel. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Wähler gar nicht wissen, wer eigentlich Kanzlerkandidat wäre? Sie müssen es mal ein bisschen wärmer machen. Sie haben nicht so viel Power. Ich mach's schon, ich hab's schon gemacht. Da haben Sie schon, okay. Ja, ihr habt nicht so viel Power hier, merke ich gerade, ja. Ja, wir müssen Energie sparen, ne? Damit die Grünen nicht kommen und uns hier ja, ist ja klar. Maßregeln. Ne? Haben Sie es gelesen? Die extreme Rechte in Frankreich will Deutschland den Atomstrom abknapsen. Ja. Die Reaktion der Grünen ist, da müssen wir wieder Kohlestrom anwerfen. Meine Herren. Wissen Sie, das ist wie bei, das ist, was wir in Deutschland so machen. Wir sind die Einzigen, die aus zwei Grundlastfähigen gleichzeitig aussteigen. Kohle und AKW. Und am Ende wundern wir uns, wenn alles teurer ist. Oder Auto. Viele hoffen jetzt, dass man jetzt die Dinger machen muss, diese Zölle machen muss. Hält die für grundlegend falsch? Sie meinen die Zölle gegen chinesische China. Autos? Da hätte ich Sie jetzt nachgefragt. Sie als Ministerpräsident eines Autobundeslandes, was sagen Sie? Ich bin klar dagegen. Das ist auch der falsche Ansatz. Europa und Deutschland schädigt sich selbst. Verbrennerverbot sind wir für, belasten unsere guten Autos. Bei der E-Mobilitätsförderung, die hat Herr Habeck einfach über Nacht gestrichen, sodass der E-Mobilitätsmarkt fast zusammenkracht. Und dann weint man darüber, dass die Chinesen ihre Autos subventionieren. Mein dringender Rat. Verbrennerverbot aufheben, E-Mobilitätsförderung verdoppeln und dann brauchen wir keine Angst haben vor China. Jetzt noch mal zurück zur Umfrageschwäche der Union. Glauben Sie, das hat damit zu tun, dass es noch keine Umfrageschwäche? Wir sind doch stärker als alle anderen mehr zusammen. Als 30% doch eigentlich geboten wären und wenn man sich die Performance der Ampel und die Stärke der AfD... Also zunächst einmal liegen wir deutlich besser als früher. Nee, ganz zufrieden muss man nicht sein. Die CSU hat übrigens bei der Europawahl praktisch 40% erzielt, also wir waren zufrieden. Aber ich merke, wie Sie meiner Frage nach der K-Frage ausweichen. Die haben Sie mir nicht, gar nicht gestellt. Ich könnte doch dafür gefragt, ob es vielleicht für die Wähler sinnvoll sein könnte, zu wissen, wer eigentlich Kanzlerkandidat wird für die Union im kommenden Jahr, dass man weiß, woran man ist. Das sind ja die drei Namen, die genannt werden, sind ja Herr Merz, Herr Wüst und Sie. Da möchte der Wähler doch irgendwie wissen, wer wäre denn möglicherweise der nächste Kanzler? Ja, das wird schon rechtzeitig entschieden. Ja. Wann? Wäre es nicht schlauer gewesen, das jetzt schon vor den Landtagswahlen im Osten zu entscheiden? Wir haben uns dafür entschieden und ich glaube, es ist ein guter Weg. Und was ist Ihre Präferenz? Können Sie das schon sagen? Dass wir das so machen, wie wir es jetzt geplant haben. So. Also Herr Seehofer hat sich ja gerade ganz klar für Herrn Merz ausgesprochen und hat gesagt, dem traute ein Reset in der Wirtschaftspolitik zu und der mache eine sehr gute Arbeit. Finden Sie das auch? Ich freue mich über jede Stimme, die die Union insgesamt voranbringt. Aber finden Sie auch, dass Herr Merz einen sehr guten Job macht als Parteivorsitzender? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na gut. Nochmal, wir arbeiten sehr gut zusammen. Es ist jetzt, seit ich Parteivorsitzender bin, ich bin seit 2019. Das ist jetzt die beste Zusammenarbeit. Und zwar deswegen, weil es inhaltlich passt. Also es gibt keine Verrenkungen. Ich habe es bei Migration angesprochen. Oder bei Out oder bei Leistung. Irgendwie. Wir müssen nicht dauernd immer verrenken und über Wortgirlanden finden, dass wir gemeinsame Beschlüsse fassen. Es geht wirklich hervorragend. Ja. Ich schätze ihn sehr. Wir kommen beide sehr gut miteinander zurecht. Besser, als wir es gedacht hätten, wenn ich ehrlich bin. Wenn Sie sich so gut verstehen, sollte Friedrich Merz der Kanzlerkandidat werden, kann er sich dann auf Ihre bedingungslose Loyalität verlassen? Also erst einmal verstehe ich mich ja mit vielen gut, ja. Vielleicht wir nach dem Essen auch, ja. Deswegen würde ich Sie noch nicht zum Kanzlerkandidaten ausrufen wollen. Aber auf das, was wir uns dann vereinbart haben, das gilt dann auch. Ja? Ja. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir an den letzten Bundestagswahlkampf denken, gab es ja manchmal so ein bisschen Störfeuer aus München gegen Herrn Laschet. Ich weiß ja, das ist immer die Erklärung. Aber das wirkt immer, wissen Sie, wie im Fußball. Der Schiri war schuld, das Wetter war schuld, der Platz war krumm. Und am Ende hat der Spieler halt nicht getroffen. Das war ein Eigentor, ne? Ja, also ich habe jedenfalls da nichts gemacht. Man hätte es auch anders machen können damals. Aber das war der Wunsch. Na gut, also... Ich sehe schon, wir können ihn da nicht mehr entlocken an der Stelle. Deswegen kommen wir mal von der K-Frage zur B-Frage. Die FAZ und der Münchner Merkur haben praktisch gleichzeitig berichtet, dass die CSU Interesse bekundet hat, den nächsten Bundespräsidenten zu stellen. Das gab es ja noch nie in der Geschichte. Das frage ich Sie. Ist die CSU mal an der Reihe jetzt? Hat die CSU das bekundet? Steht das da drin? Das ist der Bericht, das wird so interpretiert, sagen wir mal. Deswegen frage ich Sie, Sie sind ja selber Journalist gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die zuschauen, so geht Politik in Deutschland.
Journalisten erfinden irgendwas, interpretieren was. Und dann wird der Politiker fängt direkt gefragt, an zu weinen deswegen. Ja, ja, das liegt aber hier an diesem komischen, schlechten Grill, den ihr habt. Da habt ihr ein bisschen gespart. Obwohl der eigentlich vom Ding her ganz gut ist. Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, deswegen müssen wir sparen. Die Beiträge, die kommen nicht einfach hier milliardenfach reingeschwemmt, sondern wir müssen hart arbeiten und deswegen können wir uns nur so einen Grill leisten. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, euch geht es da wirklich schlecht. Und das hier, 10 Euro für die Kasse. Das dürfen wir nicht annehmen. Ja, aber, nehmen Sie aber es wirklich, vielen ja. Dank. Ja, ja, ich sehe schon, für das Weinen. Ich bin aber ganz für das Weinen, ja. Ja, ist okay, ja. Na, also was ist jetzt mit der Bundespräsidentin? Was war Ihre Frage? Naja, ob die CSU jetzt mal in der Reihe wäre. Wir können das ja ganz abstrakt fragen, unabhängig von dem Bericht von also FAZ. Völlig, ist doch eine völlig absurde Idee, jetzt über den Bundespräsidenten zu reden. Der Bundespräsident wird, glaube ich, 2027 gewählt. Hallo, das ist doch mittelfristig. Sie sind doch ein Mann mit Weitblick. Sie müssen doch jetzt schon mal drüber nachdenken. Wir reden was anders. Wir reden über eine Bundesregierung, die sich verändern soll. Wir wollen Deutschland voranbringen. Wir reden nicht über Posten eines Einzelnen. So das Schicksal von vielen. Das aber es sind ja sogar schon Namen genannt worden. Also Volker Bouffier, der ehemalige hessische Ministerpräsident, hat gesagt, Ilse Aigner wäre eine Kandidatin. Hat der Volker das gesagt? Ja, hat er. Geht's ihm gut? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Aber schön, dass es ihm gut geht. Ja. Also freue mich sehr. Volker, aber Bundespräsident... Volker war auch immer von Armin Laschet. Der hat sich immer für die richtigen Leute eingesetzt, der Volker. Aber wäre das was für Sie, Bundespräsident? Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich Frank-Walter Steinmeier beim Dönerspieß schneiden gesehen. Sie machen eine gute Figur. Ich bin bayerischer Ministerpräsident und da gibt's vielleicht noch ein Amt, das vergleichbar oder interessanter wäre aus Sicht eines Bayern. Das ist das, was Sie am Anfang mal diskutiert haben. Und deswegen, also Bundespräsident ist jetzt nichts, was... Also wenn, dann Kanzler. Das wäre etwas, was aus Sicht eines Bayern eine spannende Aufgabe sein könnte. Aber das entscheiden wir da gemeinsam. Hatte ich schon erwähnt, nach den Landtagswahlen Friedrich Merz und ich gemeinsam. Und daran werden wir uns auch halten. Mhm. Ihrer Aussage entnehme ich Bundesminister noch mal, wie Herr Seehofer das gemacht hat. Ist nichts für Sie, oder? Nee. Man ist als CSU-Vorsitzender, Ministerpräsident, Parteivorsitzender, beides zusammen, das ist man am stärksten. Mhm. Ja. Da regiert man Bayern und schafft auch ein bisschen. Man wird nicht Teil dieser ganzen Berliner Blase, die sich untereinander verklebt, sondern man hat den Blick von außen, kann trotzdem entscheiden über den Koalitionsausschuss. Ohne uns geht nichts, das soll auch keiner unterschätzen. Okay. Also ich fasse zusammen, Kanzler oder nichts? Ministerpräsident oder Kanzler, aber was anderes kommt für Sie nicht in Frage. Kanzlerkandidatur, wenn das sein müsste und man gezwungen wird, ja, dann müsste man sich das überlegen. Allerdings muss der klare Favorit ist, Friedrich Merz ist der klare Favorit. Welche Umstände könnten denn eintreten, die Sie dazu zwingen würden? Das wäre interessant jetzt. Das Friedrich Merz mich bitte, dann hätte ich ein Problem. Ja. Hm. Jetzt entlasse ich Sie auch aus diesem unangenehmen Thema. Reden wir über Fußball. Passt schon. Ja. Es ist ja EM gerade in Deutschland, in München Austragungsort. Und man hat das Gefühl, man sieht jetzt wieder deutsche Fahnen auf den Straßen. Es gibt wieder so ein bisschen so einen unbefangenen Patriotismus. Ja. Warum ist das nicht möglich zu Zeiten, wo nicht Fußball-EM ist? Ach, ich weiß gar nicht, ob es nicht möglich ist, aber es gibt da dann immer keinen Anlass dafür. Hm. Und deswegen finde ich das... Also ich freue mich einfach, wenn die Leute locker sind, wenn eine gute Stimmung ist, ja... Schneiden wir mal auf, ob es schon so weit ist. Ja. Wollen Sie oder? Ja. Aber kein Barbecue-Zeug dazu. Nein, um Gottes Willen. Ja. Also wir haben hier Senf, ganz normalen. Mhm. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass Sie in Bayern gerne Meerrettich essen sollen. Ja, auch mal dazu, ja. Ja. Wer macht jetzt das Foto für Söder isst, für den Hashtag? Das passiert ja selten, dass Sie sich mal die Zunge verbrennen. Ne? Ja. Oh. Soll ich ein bisschen Brot abschneiden? Ja, machen wir. Roggenbrot wie in Bayern. Willst du auch mal hier was machen irgendwie? Ja, ich kann ein bisschen was essen, wenn Sie mögen. Ja. Naja, ich frage deshalb wegen des Patriotismus, weil ja die türkische Mannschaft nicht nur patriotisch auftritt, sondern extremistisch. Da hat der Torschütze, der doppelte Torschütze im Achtelfinale diesen Wolfsgruß gezeigt. Ja. Für die grauen Wölfe, die werden ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Finden Sie, sowas müsste Konsequenzen haben? Also ich finde gut, dass jetzt alles geprüft wird, die UEFA. Also der Gruß geht gar nicht. Ja. Der Gruß geht gar nicht in Deutschland. Ja. Ich verstehe, wenn sich jemand freut. Ich bin generell sehr eng verbunden mit den Türken. Auch bei uns in der Heimat, in Nürnberg. Er ist ja gern Döner, wie man gehört hat. Ja. Nehmen Sie mal eine. Ja, gerne.
Sie sagen, lügen Sie bitte, dass es gut schmeckt. Ja, okay. Dann guck mal, die fällt ja schon auseinander hier. Ja, das liegt aber an der Wurst und am Grill. Ja. Na gut. Journalisten, echt, ich sag's euch doch. Sie waren doch selber was, einer. Das ist alles, was Sie schlechtes über Journalisten sagen, sagt das über Sie selbst aus. Das wissen Sie schon, ne? Ja, den ganzen Tag nur essen, was andere machen. Nur. Ja. Sie sagen, Sie verstehen sich so gut mit den Türken in Bayern. Aber wie finden Sie denn, dass jetzt Präsident Erdogan extra nach Deutschland kommt, nach Berlin zum Spiel, weil er sagt, er muss seiner Mannschaft den Rücken stärken, weil die gerade so in der Kritik sind wegen dieses Wolfsgrußes. Er hat ja dafür sogar eine Reise nach Aserbaidschan abgesagt. Muss sich Deutschland das gefallen lassen, dass er jetzt hierher kommt und nochmal Öl ins diplomatische Feuer gießt? Also Erdogan ist, glaube ich, der macht das ja ständig, oder? Also Öl ins Feuer gießen. Ja. Aber regst du das nicht auch? Ja, ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was mich neu aufregt. Ich finde da eine klare Haltung, eine klare Position von uns dazu. UEFA muss damit umgehen. Ja, das glaube ich ja klar ist, also abzulehnen. Man hat ja auch beobachtet, diese grauen Wölfe. Und dass aber ein türkischer Präsident seine eigenen Leute unterstützen will, das ist, glaube ich, schon. Das war ja nicht geplant. Ne? Er hat ja gesagt, er will sie explizit unterstützen, weil sie jetzt so in der Kritik sind wegen dieses Wolfsgrußes. Ich glaube, der hat nicht gedacht, dass sie Österreich schlagen. Ach so. Das glaube ich. Okay. Was trauen Sie denn? Okay? Ist gut. Muss ich gut. Ausnahmsweise so viel, darf ein Journalist, ein Ministerpräsident so viel loben, dass ich sage, die Wurst ist okay oder ist das schon too much? Was meinen Sie? Nein. Also ganz objektiv, schmeckt hervorragend. Sagen Sie denn, was trauen Sie denn der deutschen Mannschaft noch zu? Naja, ich glaube schon, dass wir die Spanier schlagen können, aber es wird schwer. Mhm. Sehr schwer, sehr schwer. Das Spiel gegen Dänemark haben Sie ja richtig getippt, da haben Sie 2-0 gesagt. Ja. Zufall. Was tippen Sie jetzt gegen Spanien? Verlängerung, Elfmeterschießen. Mit Sieg für Deutschland? Ja. So, anders schaffen wir es nicht. Und wie weit können wir dann noch kommen im Turnier? Wenn wir das schaffen, gewinnen wir. Okay. Also das ist, glaube ich, fest. Wenn wir das schaffen, wenn wir die Spanier schlagen, dann gewinnen wir. Das ist eine optimistische Schlussbotschaft, würde ich sagen. Herr Söder, vielen Dank fürs Grillen und Ihren Besuch. Danke. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir sehen uns demnächst wieder mit dem Politiker-Grillen. Dann zu Gast wird Kevin Kühnert sein, der SPD-Generalsekretär. Bis dann. Sind die kleinen Würste auch gut. Kinderportion.